Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wo ich gerade noch so ein bisschen halb fit bin, würde ich mal sagen, dass wir jetzt noch mit unserem Bundesliga-Silberteam spielen. Habe ich mal wieder Bock drauf. Und ja, wir machen es uns jetzt mal selber ein bisschen schwerer. Wir spielen jetzt hier das Finale. Es könnte jetzt einen auf die Nuss geben, weil ich denke, man hat vielleicht in dem Spiel heute Morgen schon gesehen, dass ich ganz und gar nicht pralle spiele. Ja, FIFA ist für mich schon irgendwie so ein Game, wenn man da auch nur mal 2 Tage so ein bisschen raus ist, spielt man nicht mehr so gut wie sonst. Also ist so meine Meinung dazu. Manchmal, wenn man mal irgendwie so ein bisschen Pause macht, okay. Aber ich meine, so ein Spiel am Tag, das hält dich schon sozusagen so ein bisschen im Rhythmus drinne. Aber wenn du irgendwie so 2 Tage dann echt mal Pause drin hast, fast 3 Tage und dann irgendwie mal wieder zockst, dann merkst du schon irgendwie. Also so kam ich mir jedenfalls eben vor. Ich weiß es nicht. Ja, und mal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht das Finale holen können oder auch nicht. Aber erstmal müssen wir dafür natürlich einen Gegner finden. Und ihr seht jetzt noch kein Teambuilding. Und ich bin mir auch jetzt noch nicht so ganz sicher. Also, es soll zu ja, 80% auch heute wieder das dritte Video geben. Also, es heißt, es soll jetzt langsam sich wieder normalisieren. Ich bin zwar noch nicht ganz auf dem Damm, aber es soll halt wieder normal weiterlaufen mit den 3 Videos pro Tag. Und ich bin auch ehrlich froh, dass das Team of the Season noch nicht gekommen ist. Weil natürlich will ich zum Team of the Season dann, wenn die rauskommen, will ich das natürlich auch gleich auf YouTube hochbringen. Und wenn das jetzt, keine Ahnung, gestern, vorgestern oder so passiert wäre, das wäre schon ziemlich mies gewesen, weil dann hätte ich es leider Gottes, so gern ich es getan hätte, ich hätte es noch nicht mal mitbekommen. Weil ich habe das im letzten Video schon angekündigt, ich habe, ja, in der Zeit, wo ich sozusagen auf YouTube inaktiv war, diese 1,5 Tage so circa, habe ich gar nichts gemacht. Ich habe nichts im Internet gemacht oder sonst irgendwas. Ich lag einfach nur flach und bisschen bedienen lassen und ja, wie man das so kennt, einfach so ein bisschen auskurieren. Ja, es hat ein bisschen was gebracht, aber irgendwie auch noch nicht so ganz viel. Also der Fieber ist halt so ein bisschen weg. Und ja, die Nase, das ist schon mal das, was ganz gut ist. Also ich meine, man hört es vielleicht ein bisschen. Es ist nicht mehr ganz so krass, wie es schon war. Also es war ja mal, ja, richtig zu. Jetzt geht's einigermaßen. Und vor allem, ich muss mir auch nicht alle 10 Sekunden die Nase putzen. Jo, was ist denn jetzt hier los? Wir wollen jetzt ja hier nicht Krankheitstalk machen. Wir wollen ja hier ein Ründchen spielen. Allerdings finde ich hier als, beziehungsweise kommt als Gegner die Partie verlassen. Ja, dann lass mich doch erstmal den Gegner sehen. Dann kann er ja immer noch die Partie verlassen. Finale ist halt immer ein bisschen blöd und wir haben jetzt auch schon ein bisschen später, weil ja, heute habe ich erst nochmal, wie gesagt, so ein bisschen auskuriert, ein bisschen rumgechillt, Fußball geguckt und ja, dann habe ich mir jetzt eben nochmal gedacht, hätte ich ja aber nochmal Bock auf FIFA und da habe ich mir gedacht, ja, kannst du natürlich auch gleich mal ein bisschen was aufnehmen und daher haben wir jetzt auch schon ein bisschen später, wir haben jetzt 0:30 Uhr, aber ich meine, 0:30 Uhr sollte eigentlich ein Finalgegner zu finden sein. Ach komm, ey, push dich doch jetzt mal. Ah, es pisst mich immer selber an. Aber ich frage mich, ich denke mir dann immer, ach, scheiße, jetzt habe ich schon wieder irgendwas erzählt. Da will ich jetzt auch nicht rausschneiden. Ja, vielleicht gewöhne ich mir das auch mal an. Jetzt kommt auf einmal kein Gegner gefunden. Was ist denn jetzt hier bitte los? Ich denke mal schon, dass jetzt wer im Finale ist. Wenn nicht, dann spielen wir einfach diesen anderen komischen Cup. Da ist ja irgendwie so ein neuer Cup, da sind keine Teilnahmebedingungen, nichts und ja, einfach mal spielen. Ich glaube, das machen wir jetzt auch, wenn wir jetzt hier nach dem Suchdurchgang keinen Gegner finden. Ja, da kommt nichts. Okay, gehen wir raus. Komm, scheiß drauf. Das wäre jetzt hier, wie gesagt, Finale gewesen, aber wir spielen einfach diesen Man of the Match Cup. Da gibt es keine Teilnahmebedingungen, gibt es ein Premium Gold Set und ja. Ja, scheiß drauf. Ach so, das läuft innerhalb der nächsten Stunde ab. Ja, ist mir scheißegal. Wir spielen jetzt einfach mal in dem Turnier ein Spielchen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt da einen Gegner finden. Weil nicht, dass sich jetzt vielleicht manche denken, läuft ab, lohnt sich nicht mehr, das zu spielen. Lohnt sich ja im Prinzip auch nicht, aber ja, irgendwo müssen wir jetzt hier einen Gegner finden. Ja, meine Fresse, ey. Ja, es tut mir leid. Ja, es fängt schon wieder gut an. Eben haben wir echt schnell einen Gegner gefunden, also das Spiel, was ihr heute Morgen eventuell gesehen habt, ich hoffe es ja mal, das habe ich vor, keine Ahnung, halben Stunde aufgenommen. Da ging das ohne Probleme, einen Gegner zu finden. Und jetzt haben wir auch einen, ja komm, dann machen wir es so, damit er auch zufrieden ist, soll er sein Trikot nehmen. Fifth Pro. Und er hat, oh, Fünferkette und Brasilianer. Pato, Wellington, Thiago,
Williams, Paulinho, David Lewis, Philippe Lewis, Danilo. Ich weiß zwar nicht, warum er die Außenverteidiger auf die falschen Außen stellt, weil ich meine, er hat ja einen rechten Außenverteidiger und einen linken Außenverteidiger. Also er gibt für mich so ziemlich null Sinn, aber okay. Wenn er die Chemie einbußen in Kauf nehmen will, soll er das gerne machen. Und ansonsten, wen hat er in der Innenverteidigung stehen? Ich glaube Dante, Santana und Lewis. Oh ja, okay, er ist schon wieder so ein richtiger Vogel, ey. Fünferkette und dann so ein ja, egal. Beruhigen, vor allem, weil, ja, gegen so einen will ich dann echt nicht verlieren. So, durchlassen, Puki. Lang reingebracht, ganz genau, da sollte er auch hin. Schade. Dembele, ich wollte ihn extra lang reinbringen, weil Bitoncourt ist ganz und gar nicht körperstark oder sonst was. Caligiuri, schade. Ah, den haben wir aber hier nicht. Aufpassen. Und da ist er jetzt hier mit Diego. Ah, gut, dass wir uns hier pushen können. Auch wenn er sich dann irgendwie mit Thiago auch nochmal pusht. Auch wenn Thiago eigentlich nicht so einen Pusher-Körper hat. Also nicht unbedingt. So, Puki. Und jetzt hier durchgesteckt auf Dembele. Da kommt er mit Danilo hin, schade. So, ja doch, das Spiel, das will ich, muss ich gewinnen. Definitiv. Weil... Der Gegner, ja, ihr wisst das jetzt, glaube ich, mittlerweile. Ich lasse mich von so Kleinigkeiten am Anfang schon ziemlich provozieren und das hat er schon gleich mal gemacht. Und deswegen muss ich einfach gewinnen hier. So, ach, nein, nicht schon wieder so ein Luck jetzt. Boah, ja, wir haben den Ball eigentlich schon wieder und er kommt halt irgendwie lucky wieder an die Kugel. Gut, dass er die Flankentaste nicht schnell genug findet. Rallet macht ihn jetzt rein, nein. Gut, dass er die Flankentaste nicht so schnell findet, weil ich glaube, irgendwer war ziemlich frei in der Mitte. So, Puki, jo, gehen wir jetzt erstmal über die Außen. Jo, und da ist wer ganz schön frei. Ach, scheiße, das ist natürlich pervers schlecht von mir gespielt, muss ich einfach so sagen. Also ich laufe da, Alter, meine Innenverteidigung zieht mir ein bisschen zu krass raus hier die ganze Zeit. Und da kommt Pato durch. Ja, das ist ein bisschen lucky. Ja, das ist natürlich genau der Spielstil, der mit diesem System verfolgt wird. Einfach hinten gut stehen und dann vorne kontern. Und das hat er bis jetzt, muss ich einfach leider sagen, ganz gut gemacht. Aber Bitoncourt jetzt hier, Bitoncourt. Und der macht den rein. Ich glaube, mit dem linken macht er einen sehr schön. Der Leonardo. Ja, da kannst du hier deine Faxen machen. Ah. Ja, und bevor jetzt irgendwie kommt, man kann auch mit auch anders spielen. Ja, natürlich, man kann mit jeder Formation anders spielen, aber die meisten, und dafür ist sie im Prinzip auch gemacht, spielen so, wie er spielt mit einer Fünferkette. Das heißt, hinten versuchen dicht zu machen und dann mit schnellen Spielern vorne kontern. Und es ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Wer das spielen möchte, okay, mir persönlich macht es keinen Spaß. Auch wenn es natürlich erfolgsversprechend ist, wenn man es spielen kann. Das ist halt auch immer so ein Ding, ich habe das ja schon öfter mal angemerkt, also es bringt halt nichts, wenn man es nicht spielen kann. So, Puki, ich wollte auf Dembele warten, da ist er auch. Was ist jetzt los? Hä? Okay, er hat mich anscheinend noch gefoult. Ich wollte eigentlich auf Dembele warten, aber der hat sich irgendwie nicht neben, beziehungsweise vor David Lewis platziert. Ja, ich werde es jetzt mal hier versuchen reinzuflanken. Und da hinten steht auch irgendwer. Bungert. Was ist jetzt los? Ich habe gar nichts gedrückt. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt hier einen Foul gibt. So. Außen ist wieder frei. Ja, wollte auch wieder nach außen spielen. So, jetzt spielen wir mal nach außen. Wupp. Hier durchgesteckt und, ah, shit, der war nicht gut durchgesteckt vom Puki. Beißt das eigentlich gut reingelaufen und es war auch massig Platz. Ich habe irgendwie voll Bock auf Mezzomix. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie den Geschmack gerade im Mund, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, was das irgendwen interessieren sollte, aber ich will es euch jetzt mal erzählen. Nicht gut gemacht von mir. Aber wir haben den noch schnell nach vorne. Jetzt kein Ballverlust. Bitoncourt. Gehen wir nach hinten. Bitoncourt. Schade. Da wollte ich dann den Longshot suchen, weil er ist nicht richtig draufgegangen mit dem Lewis. Caligiuri.
Pukki. Dembele. Ah, hat er gewusst, hat er gewusst. Macht er gut. Läuft er den Weg mit dem Pukki oder Dembele, wer es auch immer war, mit. So, und jetzt konnte er aufpassen. Diego. Ja, das war klar, das war klar. Und deswegen habe ich extra den Mann da stehen lassen. Wie auch immer Pato dann trotzdem an den Ball kommt. Ey, sowas hasse ich dann richtig, wenn man im Prinzip richtig verteidigt, wisst ihr? Und ja, dann kommt der Pato dann trotzdem noch am Ball, weil er sich da irgendwie durchpusht. Ah, muss man ruhig bleiben. Ja, der Ball kommt wieder scheiße. Ich habe gesehen, wie Dembele durchgestartet ist. Ich muss hier auf jeden Fall ein Tor machen. Ich glaube, ein Tor fangen wir hier nämlich Minimum. Und ja, ich will nicht, dass es der Ausgleich ist. 2-1 wäre mir da schon lieber. So. Okay. Und Bitoncourt läuft irgendwie in die andere Richtung. Das ist aber nicht das Spiel, mein Schätzchen. Thiago. Pato. Haben wir. Dembele, Ball durchlassen. Dembele pusht sich. Dembele. 5 Sterne Weak Foot. Ah, da bringt er keine Power mehr hinterm Ball. Da wird er irgendwie von irgendwem gehalten. Ja, er kriegt hier ziemlich viele gelbe Karten. Zweite, glaube ich, schon. Na gut, ist ja schon 40 Minuten rum. Ist ein bisschen feste. Ah, und da kommt Philippe und da kann er den noch abblocken. Verdammte Scheiße. Okay, anscheinend holt er einen Torwart raus. Und jetzt hüpft nochmal Philippe. Sehr schön. Toprak. Ach du Scheiße. Ja, okay. Da kann ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Innenverteidiger und auch Zerdrehung und. Ja, da kann er jetzt nichts für. So, aufpassen jetzt hier. Kleberson. Ah, jetzt komm. Ach, ich habe ihn verwechselt übrigens. Das ist nicht Williams, das ist Kleberson. Sieht ein bisschen ähnlich aus, muss ich sagen. Ich glaube, die spielen auch beim gleichen Verein. Beziehungsweise Williams hat da mal gespielt oder so. Spielt jetzt wieder Serie A, irgendwie sowas in die Richtung. Ist ja jetzt hier in FIFA 13 nicht mehr beliebt. In FIFA 12 war er relativ beliebt. Weil ich glaube, ZDM mit 4 Sternen Skill Moves, sowas in die Richtung war das. Ja, komm, Beister. Ah, ja, Dembele kommt wenigstens noch durch. Sehr schön. Dembele. Genau dahin sollte er. Sehr schön. Beister macht das Ding. Ganz genau so. Ich habe gesehen, dass Beister richtig schön mitgerannt ist. Und so sollte es dann auch sein. Wellington. Nee. Ah. Ist jetzt aufgerückt. Raus, Philippe. Jetzt hier Ball durchlassen. Ja, er attackiert ein bisschen zu krass. Ist er selber schuld. Pukki müsste sich eigentlich gegen Dante mal durchsetzen. Macht er jetzt auch. Pukki. Ah, schade. Ja, da wollte ich damit links abschließen. So, bringen wir das Ding rein. Und da kommt Bungert, glaube ich. Müsste es gewesen sein. Ja gut, 2-0 vor der Halbzeit war nochmal wichtig, weil, ja, so eklig der Gegner spielt. Er ist halt leider Gottes nicht schlecht, also er macht das gut nach vorne. Hinten, ja, okay, da hat er auf jeden Fall seine Fehler drin. Sieht man auch, wir haben unsere Tore gemacht und wir hatten auch noch andere gut, ja, solide Chancen. Aber vor allem nach vorne gefällt mir das halt relativ gut, wie er das macht. Er spielt halt so, wie man eine Fünferkette spielen kann. Und zwar setzt er auf schnelle Konter, macht nicht viel Tiki-Taka darum. Und deswegen kannst du da halt immer mal einen fangen. Ja, nächste gelbe für den Herrn, für David Luiz. Bringen wir in die Strafraumkante. Und in die Mitte. Wollte ich ihn bringen. Und jetzt hier gleich weg. Ja, ich wollte ihn gleich wegbringen, weil Toprak und so. Pukki, ja, Pukki ist jetzt nichts mit rumskillen. Aber er spielt mir fast in die Beine. Dembele, Abwehrarbeit. Ja, das ist jetzt natürlich wieder mies, ey. Ja, der Willett, der hat das Lack irgendwie mit gepachtet. Der fängt einfach noch so viele Bälle ab. So, na, schon wieder Paulinho. Ich krieg keinen Innenverteidiger. Toprak, zweite Reihe irgendwer. Thiago. Ich will ein bisschen rumtribbeln. Wellington. Ah, der kommt wieder mit Thiago an Ball. Ja. Ja, er kam halt irgendwie fünfmal wieder neu an Ball. Obwohl wir das Ding schon hatten. Nein, keine Ecke. Doch, es wird natürlich wieder eine Ecke. Ja, das Spiel wird wieder durch eine verfickte Ecke spannend. Im letzten Spiel wieder ein FIFA-Fail. In diesem Spiel eine Ecke. Es wird keine normalen Tore mehr gegen uns geben.
Ist unglaublich, ey. Wir kriegen echt nur noch solche Tore. Ich meine, Ecke kann halt immer passieren. Ich meine, wir machen ja immer eine Ecke rein. Aber was mittlerweile hier passiert bei uns, ist ja echt nicht mehr feierlich. Wir kriegen ja nur noch solche Tore. So, und ja, kriege ich den... Ich wollte den Bungert nämlich erst gar nicht... Ja, ich wollte den gleich nach hinten laufen. Ich wollte den gar nicht nach vorne laufen. Weil es war eigentlich abzusehen, dass er so spielen möchte. So, Dembele. Ja, Dembele. Dembele. Ja, super Puck in die Haxen, ey. Natürlich kam der Ball komplett schwach. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich meine, er hat ja richtig viel Platz. Ah, ja, da hätte ich vielleicht mal was Besseres machen sollen. Scheiße. So. Felipe. Bah. Also in der Fresse. So, jetzt, wir müssen hier ganz, ganz schnell mal jetzt ein Tor machen. Aber ganz, ganz schnell. Weil ich will hier in keine Verlängerung oder ich will hier vor allem auch nicht verlieren. Das ist mal das Wichtigste. So, Dembele. Dembele pusht sich mal ein bisschen jetzt. Ja, ist ein Foul eigentlich mal. Dembele. Ah, shit. Ja, das spielt er mir in die Füße. Dembele zieht ab, aber leider nicht ins Tor. Ball kommt rein. Toprak von hinten. Ja, den kannst du dann auch mal schießen, Schätzchen. Ist ja eigentlich frei genug, der Junge. Ja, ich wollte den Ball eigentlich mit Toprak nur schnell loswerden. Genau wie jetzt, weil der soll mal lieber nach vorne gehen. Dembele hier durchgesteckt auf Bitoncourt. Leonardo Bitoncourt. So muss das sein. Sehr schön. Macht sein zweites Ding hier. Dafür ist er wichtig. Er startet immer sehr schön in die Lücken rein. Und das macht er auch hier wieder. So, Pato. Ne. Ja, haben wir. Sehr schön. So, jetzt hier rüber. Traoré. Dembele. Bitoncourt jetzt hier durch die Lücke. Weiß, Weiß. Ah, scheiße. Ja, Weiß ist jetzt natürlich kein Vollstrecker als ZDM. Da kann ich ihm jetzt mal keinen Vorwurf machen. Die Dinger mal so richtig in die Maschen fackeln hat er auch drauf. Aber jetzt so aus dem Winkel das Ding irgendwie am Torwart vorbeischieben, das ist dann jetzt doch nicht so ganz eine Sache. Ah, das ist abseits. Ja, das ist leider abseits. Schade. Hier. Ah, das war klar. Er spielt viele kurze Bälle. So, Wellington, Diego, Diego, Bitch. Ja, nee, das ist zu einfach, Kollege. Da, ja, spekuliert er drauf, dass ich halt krass schnell meine Abwehr rausziehe, aber das mache ich halt nicht. Das wäre halt dumm. Dembele. Ja, ja, ist im Prinzip nicht schlecht. Ich denke, er will den Schuss hier blocken. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen lucky. Und jetzt hier wieder durchgesteckt auf Dembele. Muss er Dembele, Flanke reingebracht, auf hinten Caligiuri. Okay. So, hier ist übrigens echt noch nichts gegessen, ey. Es geht ganz schnell, dass du hier mal wieder einen fängst und dann wird es hier nochmal spannend. Das ist wie im echten Fußball, ne? Real gegen Dortmund und so. Da hat man auch gesehen, wie schnell aus einem easy 0-0 ein ganz schön gefährdetes 2-0 werden kann. So, Traoré. Jetzt hier durchgesteckt, wieder hier vorne durchgesteckt. Dembele, Flanke, beißt am Tor vorbei, am leeren Tor vorbei. Okay. Ja, kann er jetzt Hackenpässe machen, wie er will. Ich denke mal, wir führen hier ganz, ganz klar verdient. Müssen hier im Prinzip auch mehr Tore gemacht haben. Haben wir aber nicht. Und deswegen müssen wir uns hier auch nochmal schön konzentrieren. Oh, fuck it, ey. Ich hatte den Ball im Prinzip schon mit Felipe und dann Wellington wieder am Ball. Auch wenn er den Tempowechsel natürlich nicht schlecht macht. Das kann ich nicht sagen, aber ich bin halt eigentlich vorher mit Felipe schon am Ball dran. So, Paulinho. Ja, will er hier auch ein bisschen Tempo-Dribbling machen? Alessandro Pato. Pato. Flanke kommt, geht ins Aus. Jupp. Habe ich nichts gegen. So. Boah, Alter, wir sind ja schon bei 19 Minuten, ey. So ein Dreck. So war das nicht geplant. So. Felipe. Ah, hat er sich nochmal aus der engen Lage befreit und jetzt ist hier nochmal die Lücke. So. So, ja. So, jetzt ist es beendet worden.
Ja, der Gegner hat sich ein bisschen aufgeregt mit seinem Spielstil und deswegen muss ich jetzt hier nochmal ein Jubel starten einfach. Er wollte den Torwart leider nicht rausholen. Ich wollte eigentlich am Torwart vorbeigehen und das Ding mit der Hacke reinmachen, aber ich glaube, gerade das wollte er, dass ich das nicht mache. Und ja, deswegen habe ich dann einfach normal mit Finesse reingeschoben. Musste da auch mal kurz bei ruhig werden, sonst hätte ich sie wieder verkackt. So, vielleicht machen wir noch einen 88. Jetzt habe ich eigentlich nicht mehr Schiss, dass hier noch irgendwas daneben gehen könnte. Moussa Dembele. Ja, jetzt holt er einen Torwart raus. Jetzt machen wir einen Fallrückzieher. Passt mal auf. Ah ja, okay, schade. Leider nicht, aber wenigstens ein Tor. Ja, 5 zu 1. Ja, das sind halt so Dinge, die ich einfach so lächerlich und schwachsinnig finde, dass ich dann halt auch mal so einen Jubel auspacken muss. Jetzt wird er hier nochmal gebased. Komm, jetzt hier nochmal ein. Nee, Pukki hätte jetzt auch nochmal einen machen können. So, Moussa Dembele. Ja, war jetzt keine Schussvorbereitung, aber ich glaube, der wäre ins Tor gegangen. Pukki. Pukki. David Luiz läuft aufs Tor zu. Ah, schade. Ja, jetzt will er nochmal Faxen machen. Tja, Kollege, du hast verloren. Da kannst du rumdribbeln, wie du willst. Na gut, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf. Jetzt kann er machen, was er will. Wir haben das Ding, ich denke mal, solide nach Hause gefahren. Er hatte gute Aktionen nach vorne, weil ich denke mal, nach vorne kann er einigermaßen spielen. Aber wenn du mit einer Fünferkette fünf Tore kriegst, ist es halt natürlich schon ein bisschen zu viel einfach. Ich meine, lassen wir das letzte Tor von mir aus nochmal raus, wo er dann tiltmäßig den Torwart rausholt. Aber im Endeffekt vier Tore mit einer Fünferkette zu bekommen, ist einfach zu viel. Und dann bringt es halt auch nichts. Und ein Tor zu schießen mit dem Angriff ist eigentlich halt auch zu wenig. Und deswegen im Endeffekt geht das klar, dass wir das Ding hier schippen. Und ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.